Vor 2 Jahren haben wir die erste CD mit Musik aus den Chorbüchern von St. Egidien aus dem 16. Jahrhundert produziert. Sie war der Auftakt zur klanglichen Dokumentation der Chorbücher. Das Thema dieser CD war weihnachtliche Chormusik. Die Pressekritiken zu dieser CD waren überschwänglich. Die Nürnberger Nachrichten titelten »Die Geburtsstunde einer europäischen Sensation«. Die Nürnberger Zeitung attestierte eine sängerische Brillanz von geradezu schwebender, mystischer Wirkung. Im Mittelpunkt der neuen CD, die im September in der Egidienkirche aufgenommen werden wird, stehen die Figur der Maria Magdalena und Musik zum Osterfest, wie sie vor 400 Jahren in St. Egidien in Nürnberg erklungen ist. Komponisten aus ganz Europa sind auf dieser CD vertreten. Dazu gehören bekannte und berühmte Komponisten wie Andrea Gabrieli aus Venedig oder Orlando Di Lasso aus München. Es finden sich aber auch wieder Kostbarkeiten unbekannter Komponisten auf dieser CD, die bisher weder eingespielt sind noch in gedruckter Notenform vorliegen. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, in dessen Bibliotheksräumen wir uns hier befinden, besitzt 6 der insgesamt 23 Chorbücher von St. Egidien. Alle Chorbücher sind im sogenannten Folioformat in Leder eingebunden und mit dem Wappen des jeweiligen Kirchenpflegers der Stadt Nürnberg versehen. Vor uns liegt ein Chorbuch mit Motetten und Introiten, aus dem das erste Werk stammt, das auf der CD zu hören sein wird. Sein Introitus zum Osterfest von Leonard Lechner. Angefertigt hat es, wie auch die anderen 22 erhaltenen Chorbücher, der damalige Kantor, mein Vorgänger an St. Egidien, Friedrich Lindner. Im Vorwort zu einem der anderen Chorbücher heißt es: Ab optimis quibusque musicis compositae et in usum ecclesiae egidiane conscripte. Das heißt, die Werke wurden von den besten Komponisten Europas für den Gebrauch an der Egidienkirche und übrigens auch an der Lateinschule an St. Egidien geschrieben. Lindners große Leistung war es, zu den musikalischen Zentren in Europa, besonders zu Italien, persönliche Verbindungen zu haben und von dort das Neueste vom Neuesten nach Nürnberg zu bringen. In diesem Buch sind es vor allem italienische und spanische Komponisten, darunter auch der nahezu unbekannte Komponist Tiburcio Masaini. Von ihm wird auf der CD eine prächtig besetzte neunstimmige Motette über Maria Magdalena als Welterst-Einspielung zu hören sein. Aus den Ratsprotokollen der Stadt Nürnberg, Tagebucheintragung und historischen Rechnungen wissen wir, dass die Festgottesdienste in St. Egidien mit allerlei Instrumenten begleitet wurden. Daher wird auf dieser CD eine typische Stadtpfeiferbesetzung jener Zeit erklingen, mit Zink, Posaunen,
Pommer, Dulcian und verschiedenen Tasteninstrumenten. Zusammen mit der Schola Cantorum Nürnberg und dem Egidienchor Nürnberg wird die CD Maria Magdalena wieder ein ganz besonderer Hörgenuss werden.